Staaten landen darf. Also ist, ja, hier steht es auch nochmal. Am 13. Mai und 28. Oktober 2006 landete eine A318 zu Testzwecken auf dem London City Airport. Die Erprobungsflüge dienten der Zulassung des Typs für den regulären Betrieb auf dem Flughafen. Seit dem 29. September 2009 setzt British Airways als erste Fluggesellschaft diesen Flugzeugtyp für reine Business-Class-Flüge, wie gesagt, das steht ja hier so, für reine Business-Class-Flüge nach New York ein. Auf dem Flug von London City nach John F. Kennedy International Airport wird auf dem Flughafen Shannon in Irland ein Zwischenstopp zum Auftanken eingelegt, da die A318 auf der kurzen Piste des London City Airports nicht vollgetankt starten kann. Hier steht es auch nochmal genau, wie ich es vorhin mit den Einreisepapieren und so gesagt hatte. Während des etwa 40-minütigen Zwischenstopps findet auf dem Flughafen Shannon die Einreiseabfertigung für die USA durch die US-Behörde CBP statt, sodass die Passagiere nach der Ankunft in New York ohne weitere Formalitäten einreisen können. Genau, wahrscheinlich, also ich bin noch nie in die USA geflogen, aber wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, wenn man das jetzt nicht so hat, wie da ist, und den Shannon zwischenlanden und da die Einreisepapiere ausfüllen, muss man dann, wenn man dann in New York dann landet, also generell dann in den USA ankommt, wahrscheinlich dann die Einreisepapiere ausfüllen. Der Rückflug ist ein Non-Stop-Flug. Genau, wir fliegen ja heute den Rückflug dann von New York nach London City. Und genau, das ist jetzt ein Non-Stop-Flug, weil wir können ja da mit der komplett benötigten Treibstoffmenge können wir ja da starten. Also kompletten Menge, die wir hier für den Flug benötigen, können wir da starten. Die Flüge werden unter Verwendung des ehemaligen Rufzeichens der Concorde-Flüge Speedbird 1 und Speedbird 4 durchgeführt. Speedbird ist ja das Rufzeichen für die British Airways-Flugzeuge. Bei der Landung auf dem London City Airport wird ein spezielles Verfahren unter Verwendung der Störklappen angewendet. Genau, das ist ja... das Verfahren Steep Approach, und das sollte jetzt eigentlich auch von dem Artikel soll es eigentlich gewesen sein, weil ich euch da vorgelesen habe, das reicht eigentlich, genau. Das sind so die wichtigsten Sachen, und jetzt können wir genau, das war die passende Überleitung, jetzt zu dem Steep Approach. Also Leute, dann kommen wir dazu, wie das Ganze funktioniert. Ich trinke noch einen kurzen Schluck und dann erkläre ich es euch mal. So, lass uns aber nochmal kurz einen Blick nach außen werfen, aber wir sind noch hier, also ein ganz schönes Stück. Ich werde dann eh bald jetzt die Aufnahmen unterbrechen, wahrscheinlich nachdem ich euch den Steep Approach erklärt habe. Und dann melde ich mich wieder zurück, wenn wir uns an unserem Zielflughafen nähern. So, also folgendes. Wir werden ja heute, wie gesagt, einen Steep Approach Anflug da in London City machen, wo ja der Airbus A318 eins von wenigen Flugzeugen ist, das in der Lage ist, diesen Anflug zu machen. Genau, da werden wir entlang dieses 5,5 Grad Gleitpfads zur Landebahn sinken per ILS. Oh, da fliegt ein MD-11 hinter uns entlang. Genau, und da ist natürlich die Sache, wir sinken da jetzt natürlich viel stärker, und da ist es natürlich so, dass durch das stärkere Sinken das Flugzeug natürlich viel leichter das Flugzeug dazu kommt, dass es natürlich wieder leicht beschleunigen kann. Also dadurch, genau, durch das starke Sinken beschleunigt halt das Flugzeug wieder stärker, und um dem entgegenzuwirken nutzen wir folgende Sachen. Wir werden das Fahrwerk ausfahren, wir werden die Störklappen voll ausfahren, wir werden zwar hier auf Full setzen, aber ihr werdet sehen, da werden nur ein Teil ausgefahren sein, aber trotzdem ist es halt dann das, was dann komplett ausgefahren wird. Also wir fahren, tun den Störklappenhebel auf Full, und dann werden die so weit ausgefahren, also wir setzen ihn zwar auf Full, aber es wird nicht so, wie wenn man aufgesetzt hat, die Störklappen komplett ausgefahren. Es sind nicht alle dann komplette Breite da sozusagen dann oben, sondern es ist nur so ein ganz kleines Stück dann oben. Aber das ist auch das, was dann reicht und das, was es sein soll. Und nicht die ganze komplette Breite über den Flügel, die da bei der Landung, wenn man dann aufgesetzt ist, ausgefahren wird. Die wird dann später, wenn wir aufgesetzt haben, aufgesetzt. Und wir werden natürlich mit Flaps und Slats Full Extended landen, also kompletten Flaps und Slats. Also Flaps Full, Flaps und Slats ist hier vorne, und die Vorderklappen und Hinterklappen, also dann halt die Klappen an sich, werden einfach auf Full einstellen, so komplett ausfahren, genau. Dadurch wird halt, werden wir halt die Geschwindigkeit bei der Landung aufrechterhalten, dass es halt nicht zu schnell wird, das Flugzeug, damit das Flugzeug halt nicht beschleunigt, weil wir halt dadurch hohen Luftwiderstand erreichen können durch das Fahrwerk, weil das ja wirklich ordentlich Luftwiderstand bringt, beschleunigt das Flugzeug erstens nicht mehr so stark, dann durch die Flaps Full beschleunigt nicht mehr so stark, und durch die Störklappen, dann bleibt auch die Geschwindigkeit erhalten, die wir dann eingeben. So, und jetzt kommen wir dazu, wie das dann ablaufen wird. Ich werde mir wahrscheinlich frühestens wieder dann zurückmelden, wenn ich dann später gleich die Aufnahme unterbreche, dann vorm TOD, nämlich da werden wir erstmal hier in die Perf-Page, gehen wir hier auf Approach, und dann gehen wir hier bei der VAPP, da wird ja immer automatisch hier vom Flugzeug berechnet, die
unter aktuellem Zustand des Flugzeugs, unter aktueller Betankung des Flugzeugs passende Landegeschwindigkeit. Und wenn wir jetzt landen würden, mit der aktuellen Betankung von 12,9 Tonnen, würden wir mit 129 Knoten landen. Genau, wir werden aber dann im Zielflughafen weniger Tonnen auf jeden Fall haben, weil wir brauchen ja noch einiges. Und genau, deswegen wird dann hier die... Was ich mal kurz anmachen wollte, ist den Co-Piloten. Das fällt mir gerade noch so ein, falls ich irgendwas vergessen habe, vorhin einzustellen. Okay, ja, Seatbelt Signs noch oft, genau. So, genau, nochmal da zurück. Also hier bei VAPP steht ja die immer vom Flugzeug berechnete, im aktuellen Zustand des Flugzeuges mit Betankung und so weiter, passende Landegeschwindigkeit. Aktuell wäre die 129 Knoten, die wird dann später noch sinken. Wahrscheinlich steht dann am Ende irgendwie der 122, 121 Knoten. So, genau, und dazu werden wir dann nochmal 8 Knoten drauf addieren. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel 121 steht, addieren wir nochmal 8 Knoten drauf, sind wir bei 129 und geben dann hier bei VAPP 129 ein. Das heißt, 129 ist dann die Landegeschwindigkeit. Also wir landen mit 8 Knoten schneller als hier vom Flugzeug berechnete Landegeschwindigkeit. Dann werden wir hier oben den Steep Approach Button drücken, den hier. Dann ist der Steep Approach aktiviert. Das Flugzeug kontrolliert dann, glaube ich, nochmal, dass alles passt, dass auch ein Steep Approach möglich ist. Genau, und dann kommt halt das Briefing, das kann man mal kurz durchgehen, dann ist es nämlich auch nochmal hier etwas genauer erklärt. Und zwar, wir müssen einmal den Steep Approach Button gedrückt haben, haben wir dann gemacht. Hier muss down sein für den Approach, sehr klar für Landung natürlich, aber wir müssen schon möglichst früh rausfahren, um halt dann auch den Luftwiderstand zu haben, um die Geschwindigkeit halten zu können. Dann Flaps gehen auf Full und Speed Brake Lever geht auch auf Position Full, also hier Störklappenhebel geht auf Full, wird also voll ausgefahren, die Störklappen. Dann geht hier, genau bei Landegeschwindigkeit, addieren wir hier 8 Knoten drauf. Und dann, wenn wir dann anfliegen, kommt dann kurz über dem Boden, so ungefähr 60 Fuß über Boden, wird dann der Ausruf Standby, Standby, das wird zweimal hintereinander kommen. Also so wie ich es gerade gesagt habe, also ungefähr 60 Fuß über Boden kommt dann Standby, Standby. Und danach kommt Flare. Und bei diesem Standby muss man sich sozusagen richtig vorbereiten. Jetzt, Achtung, jetzt geht es gleich richtig los, ja. Also 60 Fuß am Boden, also kurz zum Aussetzen sozusagen. Jetzt geht es gleich richtig los, nämlich dann kommt Standby, Standby. Und da muss man halt wirklich konzentriert sein. Oh, jetzt geht's los, jetzt muss ich besonders aufpassen. Wobei muss natürlich wenn der kompletten Landung konzentriert sein, aber das nochmal so als Vorbereitung, so wie 3, 2, 1 ist jetzt Standby, Standby. Achtung, jetzt ist gleich soweit. Und dann kommt nämlich Flare. Bei Flare fangen wir das Flugzeug ab, also... Das ist, Abfangen ist ja der Prozess, wo man das Flugzeug dann die Nase nach oben zieht, um dann halt sanft aufsetzen zu können. Und nicht so das Flugzeug so wumm auf den Boden klatscht, sondern halt so abfangen, um das Flugzeug... Genau, abfangen, wie man es eigentlich auch versteht, das ist einfach... Oh, thank you very much. Yo, thank you very much. Wie man eigentlich bei Abfangen auch versteht, wie wenn was runterfallen würde und man fängt es halt ab, um halt... Damit es halt nicht so stark aufprallt oder so. Also man zieht es nochmal sozusagen nach oben, um nochmal die... Kraft, mit der das Flugzeug nach unten geht, um ein bisschen so entgegenzuwirken, damit die nicht mehr so stark ist und man halt sanft aufsetzen kann. Genau. Fangen wir es ab bei Flare und tun gleichzeitig die Schubhebel auf Idle. So wird es verlaufen. Wir werden bei 550 Fuß den Autopiloten ausmachen, da wir in London City einen Cat 1 ILS haben, also ein ILS des Typen Cat 1. Genau, da müssen wir dann ab 550 Fuß ausmachen, anders geht es nicht, da wir ja, wie gesagt, einen Cat 1 ILS in London City haben. Es wird zwar später hier im PFD Cat 3 stehen und dann Dual, weil wir beide Autopiloten anmachen, aber da im PFD steht dann einfach nur, das wird dann nämlich hier stehen, da steht dann einfach nur, was das Flugzeug jetzt in der Lage ist, für einen ILS-Typ anzufliegen und Cat 3 ist ja der, sagen wir mal, beste und größte oder beste, genau, ILS-Typ, den es gibt, also dass das Flugzeug in Autoland komplett alleine landen könnte. Thank you very much, thank you. Da müsste man eigentlich keine Minimums haben, da könnte man einfach auch bei total schlechter Sicht, dass man gar nichts sieht, das Flugzeug komplett alleine landen lassen. Es kommt ja also auf diese Cat, es gibt ja Cat 1, 2, 3 und bei 3 gibt es nochmal 3A, 3B, glaube ich. Genau, und die hängen halt zusammen mit, in Verbindung mit den Minimums, wo halt die Landebahn in Sicht sein kann und wo halt die Landung dann je nachdem fortgesetzt werden muss oder nicht. Fortgesetzt werden kann oder nicht, und beim Cat 3 Approach braucht man eigentlich gar kein Minimum sozusagen, da kann die Landebahn auch während des ganzen Landeanflugs nicht in Sicht sein, erst kurz vorm Aufsetzen dann erst zu sehen sein, weil bei Cat 3 kann auch ein kompletter Autoland, da kann das Flugzeug komplett alleine gelandet werden,
per ILS. Da kann, braucht der Pilot gar nichts zu machen, irgendwie zu übernehmen, sondern bei Cat 3 kann das Flugzeug komplett von alleine vom ILS, wo es den gegrabt hat, das ILS dann empfangen hat, bis zur Landebahn alleine landen. Also ein landendes Flugzeug sozusagen und nicht mehr der Pilot beim Cat 3. Könnte man machen, also man kann natürlich auch, und meistens, wenn die Sichtverhältnisse entsprechen, wird meistens früher der Autopilot deaktiviert und von sich dann gelandet. Genau, wir müssen heute, wie gesagt, ab 550 Fuß dann ausschalten, da wir ein Cat 1 ILS dann nur in Dings haben in London City. Und genau, dann fliegen wir dann von selber diesen Steep Approach weiter. Die Precision Approach Path Indicators sind auch so ausgerichtet, dass man, genau, die haben auch eine Ausrichtung von 5,5 Grad, dass halt dann auch die so passen, dass man dann im Steep Approach dann anfliegt. Und das ist schon krass, weil der Unterschied, wie wir jetzt dann merken, vom Normal zum Steep Approach sieht man schon einen Unterschied. Das Flugzeug sinkt deutlich stärker, das merkt man richtig, wie das stärker sinkt und besonders dann die letzten Fuß, es ist schon krass, wie schnell man da dem Boden näher kommt, weil man kommt ja dadurch, dass man viel schneller sinkt, viel stärker sinkt, viel schneller Höhe verliert, kommt man einfach dem Boden ja auch viel schneller näher als bei so einem normalen ILS mit 3,5 Grad. Und den Unterschied merkt man schon enorm, finde ich. Und da muss man noch viel schneller dann reagieren beim Abfangen. Alles ist wichtig, wirklich wichtig mit diesen Auszurufen. Standby, Standby, Flare. Standby, Standby, kommt dann. Und dann Flare. Und dann beim Flare Schub raus, abfangen. Und dann müssen wir wirklich abfangen, weil das Flugzeug ist so schnell dann am Boden, Leute. Wenn der Flare-Ausruf kommt, ein paar Sekunden später sind wir schon am Boden. Oh, und guck mal da hinten, da kommt schon der Mond, oder? Ist es die Sonne? Nein, ist ja die Sonne sein, oder? Ist der Mond? Wieso kommt jetzt der Mond? Ne, das müsste die Sonne sein. Oder ist der Mond? Ich weiß nicht. So, in London wird schon langsam hell, na wunderbar, dann landen wir auch bei Tageslicht dann. Und dann kreuzt uns einer jetzt gleich direkt. Ne, kreuzt nicht, sondern fliegt 2000 Fuß über uns. Kommt uns entgegen. Guck mal, sehen wir schon das Licht blitzen. Da ist es, oder? Da ist das Flugzeug. Genau, also das, ihr werdet es dann merken, dreimal habe ich bis jetzt einen Steep Approach gemacht, genau zur Übung. Und als ich ja den ersten so gemacht habe, war das voll krass, so, boah, wie stark man da eigentlich sinkt. Weil muss man überlegen, da wo man dann noch auf der Höhe bleibt, wir werden auf 2000 Fuß dann sinken, da wo man auf 2000 Fuß dann noch ist, da würde beim normalen ILS schon längst der Sinkflug begonnen haben. Und da fliegt man bei dem Steep Approach, ist man dann noch, ah ne, das ist doch nicht da hinten oder das andere. Hier ist es, das andere, was auf dem TCAS zu sehen war. Steht aber nicht, was für eins ist. Zu weit weg anscheinend. Da jetzt steht's da. Aber wisst nicht, welche Airline. Embraer. Naja. So, dort nochmal jetzt gleich wieder Festland. Was ist denn das? Das ist eine Insel, ist glaube ich, die zu Frankreich gehört, wenn ich sie richtig auf dem Atlas gerade gesehen habe. Ich habe den Namen aber jetzt gerade nicht gesehen im Atlas hier. Doch, der Mond ist da hinten aufgegangen. Ja, doch, es ist wirklich der Mond. Ist es jetzt zunehmend oder abnehmend? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, es ist zunehmend, oder? Doch, haben wir recht gehabt. Das ist wirklich der Mond. Die Sonne, die da hinten aufgegangen ist. Doch, das war der Mond, genauso wie wir es gesagt haben. Das erste Mal, dass wir hier beim Let's Play Microsoft Flight Simulator X, wo wir nachts fliegen, den Mond mal sehen. Das habe ich ja noch nie gehabt. Noch nie, als ich hier im FSX geflogen bin, habe ich den Mond nachts hier mal gesehen. Das ist ja geil, mal den Mond hier gesehen im FSX. Genau, also ihr werdet dann merken, bei dem Steep Approach, es geht dann sowas von schnell runter. Das ist so krass, Leute. Ihr werdet es dann sehen beim Steep Approach dann später. In London ist ja nicht mehr lang, bis wir da sind. Ich werde dann gleich die Aufnahmen unterbrechen. Am nächsten Teil sind wir schon fast da. Dann nehmen wir uns den TOD dann und dann wahrscheinlich im übernächsten Teil werden wir dann landen. Also es ist schon krass, wie schnell das dann darunter geht bei Steep Approach. Aber ist auf jeden Fall ein schöner anderer Anflug auch mal und wahrscheinlich auch ein guter Anflug zum Lärmschutz und so weiter. Aber ja, auch mal ein bisschen was anderes ist auf jeden Fall. Auch ganz cool, der Steep Approach. Macht auf jeden Fall auch Spaß, den zu fliegen. Und wie gesagt, da werden wir heute per Steep Approach auf Flughafen London City anfliegen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie es geht. Also wie das Ganze ablaufen wird und so, aber ihr werdet es ja dann später noch sehen, wenn wir das dann machen. Und ich freue mich echt schon richtig auf den Steep Approach Anflug da in London City. Glaube bestimmt richtig cool. Es ist so krass, wie schnell man da runter geht und so. Also so im Vergleich zu sonst, merkt man den Unterschied richtig. Und dann
auch die letzten Meter, wenn man dann so am Flughafen ankommt, man kommt so voll steil von oben und so richtig nah, man irgendwie hat man den Eindruck, boah, wir sind doch viel zu schnell und so voll schnell kommt man da runter, muss man sich abfangen und die Landebahn ist ja nur so extrem kurz, 1200 Meter effektive Länge, haben wir ja auf Wikipedia gelesen und da nur sofort, boom, Reverse Thrust, Spoilers gehen ja dann automatisch raus komplett, wir hatten ja auch mehr auf Full und Medium Auto Brakes und dann runterbremsen und dann, aber das sollte alles gut gehen. Gut, ja, das war es nämlich an der Stelle jetzt von dem Teil hier bis hier zu unserem Flug. Ich werde jetzt ohne Aufnahme weiterfliegen, dauert ja alles noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie lange der Flug in echt dauert. Ich könnte mir vorstellen, 6 bis 10 Stunden irgendwas. Genau, ich fliege aber jetzt noch mit höherer Simulationsrate hier weiter ohne Aufnahme, melde mich dann zurück. Wir haben uns dem TOD nähern, da sind wir dann wieder über Festland. Ist dann wieder hell. Ich glaube, wir sind wieder im Festland, entweder über Irland oder über England. Gucken wir mal, wo der TOD liegt. Und dann bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein. Euer Line Gamer 1, ciao.